Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die zweite Runde im DFB-Pokal steht an. 4 Spiele habe ich prognostiziert, ihr seht sie hier. Und die Timelinks findet ihr ebenfalls, oder beziehungsweise die Kapitelmarken. Vielen Dank fürs Reinschalten, los geht's mit 1860 München gegen Schalke. Viel Spaß und Dankeschön fürs Reinschalten. Der FC Schalke 04 hat aktuell Einlauf und geht als Favorit in die Partie beim TSV 1860 München. Aber die Löwen, sie hatten in der ersten Runde einen Zweitligisten Darmstadt rausgeschmissen. Aber hier ging es ganz und gar nicht gut los. 4. Minute Simon Terodde, der auch in der zweiten Liga alles zerschießt, macht hier das frühe 0:1. Aber die Löwen, sie waren wach in der Folge. Wein mit dem Ballgewinn. Stefan Lex zu Sascha Mölders. Doch Freisel, der in den letzten 4 Spielen auflief, in der zweiten Liga 4:0 blieb, hält auch hier seinen Kasten sauber. Kurz vor der Pause noch einmal der Zweitligist. Bild dazu Salazar. Rodrigo Salazar bekommt aber keine richtige Kontrolle bei diesem Schuss und setzt ihn doch deutlich am Tor vorbei. So ging es mit dem 1:0 erstmal in die Pause an der Grünwalder Straße. Trotzdem sehr gute Stimmung. Schalke hatte sich diese Führung aber durchaus verdient. 1860 aber nicht richtig deutlich unterlegen. Sie machten auch ein gutes Spiel. Tallich zieht in den Strafraum ein, legt nochmal quer zu Dressel. Greilinger, das ist gutes Kurzpassspiel. Wein zu Tallich. Doch dieser Martin Freisel, er ist schlicht und ergreifend nicht zu überwinden. Kratzt den heraus. Wieder mal eine sehr gute Parade. Die Zeit, sie wurde knapper für die Gastgeber und der FC Schalke 04 machte es souverän, hielt die Gastgeber vom Tor fern und schlugen vorne eiskalt zu. 70. Minute, Marius Bülter mit dem 0:2 und letztendlich auch mit der Entscheidung in diesem Duell. Sehr effiziente königsblaue Schalker gewinnen mit 2:0, ziehen in die nächste Runde ein. 1860 muss sich verabschieden, aber das mit erhobenem Haupt. Direktes Zweitliga-Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger Sportverein Nürnberg ist in der zweiten Liga noch ungeschlagen. Der HSV zuletzt immerhin mit einem Sieg gegen Paderborn. Da scheint es auch aufwärts zu gehen. Die Partie beginnt aber fast mit einem Paukenschlag. Aber es war ein Hallo-Wach-Erlebnis für den HSV. Abschluss von Dove dann an den Querbalken. Da waren keine 5 Minuten gespielt. Der HSV war jetzt wacher und musste dementsprechend auch mal nach vorne etwas zeigen. Das taten sie dann. Suhonen, Reis, Martenia, aber mit der guten Tat wischt den Schuss von Ludovic Reis raus und klärt ihn zur Ecke. Martenia mit 7 Gegentoren, der beste Keeper mit Abstand aktuell in der zweiten Liga, zumindest was die Statistik angeht. Dann Nürnberg, Schuranov, Dove dann wieder zu Schuranov, 1:0, Nürnberg, 45. Minute, stark wie den Schuranov runternimmt, dann querlegt von Dove dann wiederbekommt und Teuer Fernandes aus der Distanz dann geschlagen. Ging mit 1:0 in die Pause, das war durchaus in Ordnung, der HSV hätte sich aber auch schon belohnen können. Es war eine sehr ausgeglichene Partie, auch im zweiten Durchgang. Kraus zu Mats Möller, Deli, Eigentor David. Ja, aber es war abseits vorher. Glück für den HSV, das wäre sonst das 2:0 gewesen. Und wir sehen es, Mats Möller, Deli, der stand im Abseits, bringt die Hereingabe dann rein. Somit ist das korrekt. Nürnberg jetzt aber mit breiter Brust. Auch gegen Heidenheim war es eine sehr gute Partie. Die gewann man dann auch deutlich. Ließ wieder nach hinten wenig zu und so auch hier. Und dann machte der Querbalken nochmal einen Strich durch die Rechnung. Der Kopfball dann von Schuranov knapp
drüber. Sollte aber nichts mehr machen. Der HSV konnte aus einer spielerischen Dominanz nichts mehr nach vorne erzielen. Nürnberg gewinnt 1:0 und kommt eine Runde weiter. Dynamo Dresden gegen den FC St. Pauli in der zweiten Runde des DFB-Pokals. In der Bundesliga in der zweiten war es eine relativ deutliche Angelegenheit vom Ergebnis zumindest her. Auch wenn da Dresden kein schlechtes Spiel machte. Hier mit den eigenen Fans im Rücken war Dynamo Dresden richtig aufgedreht und machte ein gutes Spiel von Beginn an. Dennis Marsch wird gefordert, Marsch, der im DFB-Pokal immer ran darf. Dann auch mal FC St. Pauli. Makinok von Burgstaller geschickt, ist nicht der schnellste, aber trotzdem macht es der Ex-Dresdner nicht schlecht in der Situation. Gegen vier Mann kann sich da behaupten, schließt dann ab. Richtig knapp wird es im Endeffekt aber nicht. Nun wieder Dynamo Dresden. Chris Löwe. Karte und da Ferner mit dem 1:0. 31. Minute, die Führung für Dynamo. Gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Ging so in Ordnung, das Resultat. Ausgeglichene Partie, leichte Vorteile für Dresden. St. Pauli musste jetzt was tun. Hartl und Burgstaller hier im Zusammenspiel. Und Kevin Broll fährt die Hand aus mit der Fingerspitze. Kriegt er den über den Querbalken gelenkt. St. Pauli drehte jetzt aber nochmal auf. Irvine zu Kieré, der legt quer zu Burgstaller. Ausgleich, 81. Minute. Das war jetzt auch richtig gut gespielt. Da war Dynamo dann das erste Mal machtlos. Noch die reguläre Spielzeit. Dresden wollte nochmal. Mörschel an die Latte und der Nachkopfball, der sitzt. Lucky Punch für Dresden. Christoph da Ferner in der 90. Minute und hier im Rudolf-Habig-Stadion flog das Dach weg. Erst dieser Schuss von Mörschel hätte es schon verdient gehabt. Dann setzt sich da Ferner durch und bringt mit einem Doppelpack Dynamo in die nächste Runde. Der FC St. Pauli kann sich jetzt voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München. Das hatten wir auch schon in der Bundesliga am ersten Spieltag. Damals ein 1:1 guter Auftritt der Fohlen-Elf, bei denen es zuletzt in der Bundesliga dann wieder nicht mehr so gut lief. Aber hier machten sie einen sehr guten Eindruck. Der FC Bayern München, souveräner geht's wohl nicht aktuell in der Bundesliga. Hier waren sie defensiv dann gefordert. Gladbach nicht unbedingt der Lieblingsgegner, noch nett ausgedrückt. Dann aber auch mal die Bayern. Lewandowski nach Vorlage von Müller an den Querbalken. Die Szene danach nochmal. Skelly kommt dazwischen und Sommer fängt den Ball aus der Luft. Das war natürlich ein ziemlich guter Schuss, kommt aber deutlich vor der Torlinie wieder runter. Bayern mittlerweile die spielbestimmende Mannschaft. Leroy Sané nochmal vor der Pause. Doch Jan Sommer ist zur Stelle. Guter Abschluss, gut gehalten. Folge, kein Tor. Das galt auch für den Halbzeitstand 0:0, aber ein Duell auf sehr hohem Niveau, das konnte man schon durchaus so sagen. Zweiter Durchgang, die Bayern mit der ersten Szene nach vorne. Sabitzer, Thomas Müller, Lewandowski und wieder Aluminium. Jan Sommer ist noch dran, lenkt den an die Unterkante der Latte. Glück jetzt für Borussia Mönchengladbach und es ging gut weiter für den FC Bayern München. Kimmich aus der zweiten Reihe, Jan Sommer mit einer guten Leistung heute. Den bekommt er dann da gerade noch raus, der wäre schön im Winkel eingeschlagen. Der anschließende Eckstoß, Gnabry, Müller,
Lewandowski, Müller nochmal und Sabitzer. 10 Minuten vor dem Ende. Doch noch das 1:0. Marcel Sabitzer. Bislang noch nicht richtig glücklich geworden in München. Hier markiert er den entscheidenden Treffer. Borussia Mönchengladbach muss sich verabschieden. Nach guter Leistung verlieren sie gegen die Bayern. Jo, das soll's dann mit dieser Prognose auch wieder gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.